Was ist los, Königin Joda? Was bedrückt dich denn? Ich habe so ein komisches Gefühl. Als ob irgendetwas nicht stimmt, ich weiß nicht. Als würde etwas ganz, ganz Schlimmes geschehen. Irgendetwas stimmt nicht. Lebt wohl, kleiner Prinz. Dies werden eure letzten 5 Tage auf Erden sein. Dann werdet ihr diese Welt für immer verlassen. Mutter, geht es Ihnen gut? Mein süßes Kind, geht es dir gut? Alles in Ordnung? Komm her, mein Kind. Geht es Hussein gut? Ich danke dir, Allmächtiger, dass du Hussein beschützt hast. Mutter und Hassan, geht es ihm auch gut? Aber was, wenn sie sich doch weigert? Mutter, geht es den Kindern gut? Hassan, mein liebstes Kind. Königin Rukaya, geht es Hussein gut? Mach dir keine Sorgen, Königin Joda. Es geht beiden gut. Der Allmächtige hat sie beschützt. Mutter, ich bin an eurem Gemach vorbeigekommen. Es ist niedergebrannt. Ach, Joda, wir kamen gerade noch rechtzeitig davon. Mutter, Tante, geht es euch auch gut? Jalal, ich bin so froh, dass die Kinder in Sicherheit sind. Aber wie konnte es denn zu dem Brand kommen? Ich weiß nicht. Erst brannte der Vorhang und kurz darauf stand das Gesamtgemach in Flammen. Seid gegrüßt, Majestät. Was hat die Untersuchung ergeben? Wie kam es zu dem Brand? Majestät, es war wohl ein Unfall. Wir konnten nichts Verdächtiges feststellen. Auffällig war nur ein kaputter Fackelhalter. Die Fackel ist wohl auf den Vorhang gefallen und das hat den Brand verursacht. Ja, es war bestimmt ein Unfall. Und wenn jemand beobachtet hat, wie du das Feuer gelegt hast, Sinat, warum bist du so ein Risiko eingegangen? Hatte ich nicht gesagt, du sollst nachdenken, bevor du handelst? Oh mein Gott! Die Soldaten suchen dich bestimmt schon, um dich einzusperren. Jalal wird alles herausfinden und uns beide enthaupten lassen. Er wird keine Gnade zeigen. Wir sind verloren. Beruhig dich. Beruhig dich. Atme tief durch. Nichts dergleichen wird passieren. Ich habe meine Arbeit wie immer hervorragend gemacht, Kasim. Ich habe es aussehen lassen, als wäre es ein Unfall. Nein. Solche Unfälle passieren normalen Leuten. Der Prinz ist keine gewöhnliche Person. Für unsere Feinde ist er leider ein viel zu leichtes Ziel. Ich war ganz allein. Ich musste alles selber machen. Du hingegen? Du hast überhaupt nicht geholfen. Und jetzt gibst du vor, dir Sorgen zu machen? Was willst du damit sagen? Dass du alles allein gemacht hast? Wir müssen Ruhe bewahren. Hör mir zu. Es bringt uns gar nichts, wenn wir jetzt auf einmal nervös werden. Wenn die Leute bemerken, wie nervös du bist, wird das unweigerlich ihr Misstrauen wecken. Wir müssen einfach so tun, als wüssten wir nicht das Geringste von der ganzen Angelegenheit. Das Wichtigste ist doch schon mal geschafft. Ich habe doch schon ein Kind vergiften können. Welches? War es Hussein? Sag schon. Oder Hassan? Ich weiß es nicht. Was? Wieso weißt du es nicht? Es war ein derartiges Durcheinander. Ich war als Dienstmädchen verkleidet. Ich konnte nicht fragen, wie er heißt. Die Kinder sind nun mal eineiige Zwillinge. Beide waren in die gleiche Art von Tuch gewickelt. Das verstehe ich nicht. Es kann kein Zufall sein, dass es brennt, während wir draußen feiern und die Prinzen im Palast sind. Und ausgerechnet in dem Raum, wo die Prinzen schlafen. Mahesh, das hat recht. Nur eine Handvoll Leute wussten, dass wir dem Volk nur Puppen gezeigt haben und meine Söhne in Wirklichkeit die ganze Zeit über bei meiner Mutter waren. Woher sollen wir aber wissen, welches Kind vergiftet wurde? Hast du daran gedacht? Das wird sich schon zeigen. Nicht mehr lange und die ersten Zeichen der Vergiftung werden sichtbar sein. Du solltest dich jetzt aber um andere Dinge kümmern, Kasim. Du hast ja recht.
Jetzt werde ich mich erst einmal wieder um dich kümmern, Zinat. Ich sollte mir nicht so viele Sorgen machen. Jalal, dein erster Sohn ist mir bereits in die Falle gegangen. Schon sehr bald bekomme ich auch deinen zweiten. Nur eine gründliche Untersuchung kann beweisen, ob es ein Unfall oder Vorsatz war. Mansingh, ich kenne mich gut mit Verschwörungen aus. Meine Feinde gehen sehr schlau vor. Ich will, dass ihr sorgfältig ermittelt. Auch ihr werdet den Tod eures Kindes betrauern, Majestät. Ich verfluche euch. Ihr werdet mit der Last eurer toten Kinder leben müssen. Und um sie weinen, genau wie ich. Ihr werdet genauso leiden, wie ich gelitten habe. Warum geht mir Maham Angas Fluch nicht mehr aus dem Kopf? Warum habe ich das Gefühl, dass der Fluch noch nicht aufgehoben ist? Warum bin ich nur die ganze Zeit über so unruhig? Was ist heute nur los? Diese schlimmen Vorzeichen. Bitte beschütze meine Kinder. Beschütze sie. Was ist los, Jodha? Warum machst du dir Sorgen? Auf dem Fest warst du die ganze Zeit wie abwesend. Bitte sag mir, was los ist. Ich weiß es nicht, Majestät. Ich bin einfach sehr beunruhigt. Es ist ein seltsamer Moment. Ich ahne etwas Schlimmes. Ich habe die ganze Zeit über das komische Gefühl, dass etwas ganz Furchtbares passieren wird. Ich kann einfach nicht aufhören, an Maham Angas Fluch zu... Ich kenne niemanden, der auch nur annähernd so stark wäre wie du, Königin Jodha. Und in diesem Moment musst du wirklich sehr stark sein. Du hast mir gesagt, dass kein Fluch stärker sein kann als die unendliche Liebe, die eine Mutter für ihr Kind empfindet, Königin Jodha. Siehst du nicht, dass Maham Angas Fluch sich nicht erfüllt hat? Unsere Kinder sind beide am Leben. Und sie sind gesund und munter, Königin Jodha.
Das bedeutet doch, dass ihr Fluch keinerlei Wirkung hat. Außerdem bin ich ja bei dir. Königin Joda, ich verspreche dir, ich lasse nicht zu, dass unseren Kindern irgendetwas zustößt. Oh mein Gott, er war gerade eingeschlafen. Jetzt ist er wieder wach. Mein kleiner Prinz, schlaf ein. Ich schaukel dich langsam in den Schlaf. Schlaf schön. Oh mein Gott. Hussein, Hussein, was ist? Was ist los, mein Herz? Ich bin ja da. Alles wird gut. Zinat, komm! Zinat, komm schnell! Weine nicht. Was ist, Königin Rukaya? Ich weiß nicht, was mit Hussein los ist. Er hat gebrochen. Er hat sich den Magen verdorben. Wache! Komm schnell! Hoheit! Geh und hole sofort den kaiserlichen Arzt. Und wenn es zu lange dauert, lasse ich dich köpfen. Geh! Jawohl. Zinat, was ist denn mit meinem Kind? Warum hat er gebrochen? Ich weiß es nicht, Königin Rukaya. Bitte macht euch keine Sorgen. Kinder übergeben sich öfter. Ich werde mich um ihn kümmern. Beruhigt euch. Kommt, gebt ihn mir. Nein, Zinat. Warum sollte sich Hussein denn übergeben? Nein, irgendetwas stimmt nicht. Zeigt das Gift bereits seine Wirkung? Nein, nein, weine nicht, Hussein. Bitte weine nicht. Ich bin da. Dir wird nichts passieren. Zinat, ich bin sehr beunruhigt. Zinat, bitte tu etwas. Bitte sag mir, was mit Hussein nicht in Ordnung ist. Was hat er denn bloß? Warum weint er? Ich bin sicher, dass ich Hussein vergiftet habe. Nein, mein Sohn, ich bin ja hier. Dir wird nichts passieren. Sag mir, was mit ihm nicht stimmt. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis, Königin Rukaya. Der kleine Hussein hat gebrochen. Wie könnt ihr sagen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt? Weil es stimmt. Er hat wohl zu viel Milch getrunken und sich deshalb übergeben. Wenn Kinder die Milch nicht verdauen, übergeben sie sich einfach. Sein Puls ist in Ordnung und sein Magen auch. Es besteht kein Grund zur Sorge. Ist er gut? Mein kleiner Prinz wird wieder gesund. Nicht wahr? Das ist nicht möglich. Er sieht gesund aus. Das Gift müsste längst seine Wirkung gezeigt haben. Ich glaube, ich habe Hassan vergiftet, nicht Hussein. König Uday Singh will sich also mit mir treffen, aber er hat sich bisher noch nicht zu meiner Forderung geäußert, die Verräter des Mogulenreiches auszuliefern. Das bedeutet also, Prinz Pratap von Mewa und andere Rajput wollen noch keinen Waffenstillstand. Also gut, einverstanden. Wenn sie Krieg haben wollen, dann sollen sie ihn bekommen. Majestät, ihr solltet keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wenn sie wirklich den Krieg wollten, würden sie sich nicht mit euch treffen. Majestät, mit Verlaub, ich stimme Mahestas völlig zu. Ja. Freundschaft ist in jedem Falle besser als Krieg. Ja, da habt ihr vollkommen recht, Majestas. Majestät, wenn ihr euch mit ihnen anfreunden wollt, warum schickt ihr nicht einfach Majestas als euren Boten? Er macht einige seiner tollen Späße und bringt alle zum Lachen. Und alle Feindschaft wird vor Lachen vergessen. Habe ich recht, Majestas? Oder irre ich mich? Bitte verzeiht, Majestät. Das sollte ein Scherz werden, dachte ich. Ihr solltet besser bei dem bleiben, was ihr wirklich könnt. Tansen, Witze sind nicht eure Stärke. Ihr solltet lieber bei eurer wunderbaren Musik bleiben. Wir sind hier, um zu besprechen, wie wir die Herren von Mewa überzeugen können, uns die Verräter auszuliefern.
Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen in einem friedlichen Umfeld mit Ihnen verhandeln. Später können wir dann, in aller Ruhe, das Gespräch mit Ihnen bewerten. Ja, Majestät, ich bin davon überzeugt, dass Sie uns anhören werden. Wunderbar, Maheshdas. Ich finde, ihr wisst eine Menge über sie. Wart ihr vielleicht am Hofe Mewas angestellt, bevor ihr hierher gekommen seid? Habt ihr eure Späße auch mit ihnen gemacht? Ich kann nichts dafür, Tanzin, denn wenn ihr anfangt zu singen, fangen die Kinder an zu weinen und die Menschen werden wütend. Und dann muss ich jedes Mal einschreiten, damit sie sich am Ende wieder gut fühlen. Entschuldigung bitte, aber es ist keine Kunst, Menschen zum Lachen zu bringen. Tanzin, hör zu. Vergesst ganz einfach, was er gesagt hat. Majestät, man kann uns nicht vergleichen. Ich mache meine Arbeit sehr gut. Maheshdas, wir sind hier am mogulischen Hof. Solche Kindereien werde ich nicht länger akzeptieren. Wenn ihr beide wirklich glaubt, besser zu sein als der jeweils andere, dann schlage ich euch eine interessante Lösung vor. Warum tauscht ihr beide nicht einfach untereinander eure Posten? Dann werden wir ja sehen. Von morgen an übernimmt jeder die Stelle des anderen. Tanzin, ihr werdet nicht mehr singen, sondern versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen. Habt ihr verstanden? Majestät. Und Maheshdas, ihr werdet vom morgigen Tag an keine Späßchen mehr machen, sondern für uns alle singen. Majestät, ich kann singen, Instrumente spielen und die Leute unterhalten, aber Tanzin tut mir aufrichtig leid. Wer hat den Mut, ihn zu trösten, wenn er die Leute dann nicht zum Lachen bringen kann? Hört auf, Maheshdas, hört auf. Jeder kann Menschen zum Lachen bringen. Morgen werden wir also erfahren, wer von euch beiden der Bessere ist. Jetzt will ich, dass ihr geht und euch vorbereitet. Gut, Majestät. Majestät, was habt ihr da getan? Toda Mahal. Ihr mögt das anders sehen, aber ich halte die beiden für ganz wunderbare und außergewöhnliche Menschen, glaubt mir. Es gelingt ihnen leider nur nicht, gut miteinander auszukommen. Übernimmt jeder die Aufgabe des anderen, werden sie sich gegenseitig besser verstehen und wertschätzen können. Es wird sicher spannend zu sehen, was sie sich einfallen lassen, um den jeweils anderen auszustechen. Sinomuti, er verhält sich komisch. Sonst will er immer essen. Und heute will er seine Milch nicht, hm? Vielleicht hat er keinen Hunger. Wir essen auch nicht immer, Toda. Außerdem haben die Dienerinnen mir erzählt, dass Hussein gestern gebrochen hat, weil Zinat ihn wohl überfüttert hatte. Königin Rukaya war sicher ganz außer sich. Ja. Wie geht es, Hassan? Seid gegrüßt, Majestät. Für dich. Was ist das? Ein Ladenbesitzer hat es mir auf dem Bazar geschenkt. Ich wollte es dir geben, weil ich dachte, es würde dir gefallen. Es ist sehr schön. Was ist los, Majestät? Ihr seht so zufrieden aus. Ja, Königin Choda, das hat auch seinen Grund. Heute hatten Tanzin und Maheshdas eine Auseinandersetzung. Sie haben sich fürchterlich gezankt. Ihre Streiterei erinnerte mich an dich und Königin Rukaya. Was? Wir haben längst nichts mehr gegeneinander. Wirklich nicht das Geringste. Wirklich? Ja. Wir stritten uns, weil wir einander nicht verstanden haben. Aber jetzt ist das anders. Wir sind jetzt nämlich nicht mehr eifersüchtig. Und deshalb lacht ihr jetzt die andere mit ihren Problemen aus. Ich stand vorhin draußen und habe dich und Moti ganz genau gehört, Joda. Aber Majestät, das war nur ein kleiner, harmloser Spaß. Ach, lüg mich nicht an, Königin Joda. Majestät, es ist wahr. Ich bin auf Königin Rukaya nicht eifersüchtig. Ich habe gelacht, weil sie mit ihrer Sorge um Hussein manchmal etwas zur Übertreibung neigt. Das ist der Grund, Königin Joda. Weshalb Tanzin und Maheshdas mich an dich und Königin Rukaya erinnern. Die beiden hassen einander auch nicht, aber immer wieder finden sie einen Grund, um sich aufs Neue zu streiten, um ihren Streit beilegen zu können. Kam mir plötzlich die Idee, sie ihre Aufgaben tauschen zu lassen. Somit sind sie fähig, die Probleme des anderen zu verstehen und können ihm am Ende mehr Respekt entgegenbringen. Ihr
Habt Sie Ihre Aufgaben tauschen lassen? Heißt das, Mahesh Das wird derjenige sein, der singt? Und Tan Sen wird die Leute zum Lachen bringen? Ich freue mich so darauf, wenn die beiden Kleinen größer werden und endlich laufen können. Ich kann es kaum erwarten. Denn sobald sie laufen können, werde ich anfangen, sie zu tüchtigen und mutigen Kriegern auszubilden. Sie werden tapfere Krieger sein, genauso wie ihr Vater, das verspreche ich. Ich weiß ja nicht, ob sie Krieger werden. Aber ich hoffe sehr, sie werden auch so großzügig, wie ihr es seid. Sie sollen jeden respektieren, sich um das Volk kümmern und jede Religion achten. Auf das Allah deinen Wunsch erfülle, Königin Choda. So soll es sein.